Hallo und herzlich willkommen von der Photo and Adventure. Wir sind jetzt beim Sony-Stand und bei mir der Herr Musto, und der wird uns jetzt die Sony Alpha 7 III vorstellen. Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Sony Stand. Die 7 Mark III mit dem neuen 24-105 Objektiv habe ich im Moment in der Hand. Was wir verbessert haben seit dem letzten Modell: wir haben zwei SD-Karten-Slots, die sind jetzt integriert. Wir haben auf die Feedbacks der User gehört und haben einen stärkeren Akku gemacht, der doppelt so viel hält. Was auch neu ist bei allen, ist der Joystick hier für den Autofokus. Wenn ich die manuellen Fokuspunkte setzen möchte, ist bereits integriert. Also ich kann direkt auf den Joystick zurückgreifen und direkt den Fokuspunkt manuell verstellen, wenn ich das möchte. Und die Stärke natürlich auch, was sich von der zweiten Serie geändert hat: wir haben viel, viel mehr Autofokuspunkte jetzt neu. Die Kamera hat jetzt 693 Autofokuspunkte, verteilt auf 93% vom Sensor. Ich habe jetzt einen wunderbar schnellen Autofokus, sowohl für Foto wie auch für Video. Ist natürlich auch die Framerate gestiegen bei den Serienbildern. Ja. Wie weit sind wir da? Genau, wir hatten vorhin 5 Bilder pro Sekunde. Und jetzt sind wir auf 10 Bilder pro Sekunde. Also ist doppelt sogar. Ja, genau. Und bei der Alpha 9, da gehen wir sogar auf 20 Bilder pro Sekunde ran. Kann ich ja bald filmen. Also ich finde einfach, im Moment haben wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Vollformat-Segment. Also es ist schwierig, eine Kamera mit diesen Leistungen zu dem Preis zu finden. Es ist wirklich eine absolut tolle Kamera, die auch den ambitionierten Fotografen zufriedenstellen kann in allen Belangen, sowohl Foto wie auch Film. Das ist eine hervorragende Filmkamera wie eine hervorragende Fotokamera. Mhm. Wir haben die 7 Mark R Mark III für die, die mehr Pixel möchten, oder die Alpha 9 für die, die absolute Perfektion im Autofokus möchten. Also quasi so die Sportfotografen und uns. Sportfotografen, Naturfotografen, die sich schnell bewegte Sachen, also Tiere, Menschen, Sport, Motorrad, Auto. Weil die Alpha 9 ist so, die hat noch einen zusätzlichen Bildprozessor eingebaut zwischen dem Sensor und dem Bildprozessor, ist halt auch einen zusätzlichen. Der kann 20 mehrmal Daten bearbeiten pro Sekunde. Das heißt, er berechnet 60 Mal pro Sekunde den Autofokus nach. 60 Mal. Also das ist auch der Unterschied dann zur 7 Mark III. Der wichtigste Unterschied. Neben dem besseren Sucher und neben dem besseren Bildschirm, was die Alpha 9 dann wieder hat. Obwohl die Pixel gleich bleiben. Gut, und zusätzlich zu den neuen Kameras ist auch zumindest ein Objektiv neu am Start, und das ist das 24-105. Genau, ein sehr scharfes Objektiv mit durchgehender Blende 4. Deckt, ich sage jetzt von Erfahrung her, 90% aller Fotografien ab, die ich machen kann. Ob es jetzt Innenaufnahmen sind oder Portrait oder was auch immer. Ich habe auch einen kleinen Zoom-Bereich, wenn ich auf 105 gehe, plus minus, habe ich auch eine Zoom-Möglichkeit. Also es ist ein hervorragendes Allround-Objektiv, wirklich sehr, sehr scharf, sehr handlich, sehr klein, sehr leicht. Und sehr ausgewogen. Ja. Gut, natürlich gibt es jetzt auch nicht nur die Alpha 7 Serie und die Alpha 9 Serie, sondern eine noch etwas kleinere Kamera. Ja. Und das sind die Alpha 6000er. Ja. Die Alpha 6000 ist vom Gehäuse her ein bisschen kleiner, auch leichter, hat einen APS-C-Sensor, also ein bisschen kleineren Sensor drin. Von der Serienbildanzahl muss sie sich nicht scheuen, sowohl vom Autofokus her wie auch von der Serienbildanzahl. Wir haben auch praktisch gleich viele Bilder pro Sekunde. Für welche Personen eignet sich die 6000er-Serie und für welche Personen eignet sich eher die
Alpha 7 Serie? Also die 7 Mark III eignet sich auch für ambitionierte Fotografen im Anfängerstadium. Die sagen, ich will einen Vollformat-Sensor haben, der mir die Tiefenschärfe oder Unschärfe gibt. Mhm. Aber ist auch ein anderes Preissegment, ganz klar. Die Alpha 6000 Serie, da haben wir drei Stück, die 6000, die 6300 und die 6500, ist, sagen wir mal, auch für Familien gedacht. Die viel unterwegs sind mit Kindern, die viel, nicht viel Gepäck mitnehmen möchten, die vielleicht nur eine Linse mitnehmen möchten, eine Allround-Linse für alles. Klein, leicht, handlich, sehr schnell, hervorragende Bildqualität, einfach zu verstehen, weil what you see is what you get ist auch bei der Alpha 6000 Serie gegeben. Genau das Gleiche und günstiger. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und noch viel Erfolg und wir freuen uns auf die neuen Errungenschaften von Sony. Lass ich mich auch überraschen.